Sie sagten, Jesus starb für meine Sünden und er zahlte diesen Preis vor langer Zeit. Als er sein Leben für mich gab auf dem Hügel Golgatha, doch da ist etwas, das ich wissen muss. Kann er noch die Nägel spüren, wenn ich wieder versage? Hört er, wie die Menge schreit, kreuzigt ihn, bereite ich ihm noch Schmerz? Dann muss ich etwas ändern. Ich ertrage es nicht, ihn zu verletzen. Es scheint so leicht zu sein, Versprechen zu brechen. Ich behandle seine Gnade, als wäre sie wenig wert. Jedes Mal vergibt er mir, doch lindert das für ihn den Todeskampf von damals an dem Holz. Kann er noch die Nägel spüren, wenn ich wieder versage? Hört er, wie die Menge schreit, kreuzigt ihn, bereite noch Schmerz, dann muss ich etwas ändern. Ich ertrage es nicht, ihn zu verletzen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sage, habe ich dich, Jesus, gekreuzigt mit meiner Schuld? Ich möchte nicht sein wie vorher. Ich will mich wirklich verändern. Ich will dich nie mehr verletzen. Nie mehr. Heilig, heilig.